ist mir der Schlüssel aus der Hosentasche gefallen. Und ich habe es erst später gemerkt. Wir sind noch nie Roller gefahren. So, wir sind am ersten Stopp angekommen. Es war hardcore abenteuerlich. Hallo im neuen Video. Ja, wir sind jetzt gerade angekommen auf Sikwihoa Island oder Sikwihoa Island. Genau, wir hatten eine recht holprige Seefahrt, war sehr viel Wellengang, obwohl das Wetter eigentlich ganz gut war. Ging gut nach rechts und links. Ja, dabei war es gar nicht so lang. Wir sind ja auf der Insel Bohol gestartet, das ist ja hier direkt die Nachbarinsel. Ja. Und sind aber trotzdem fast 2 Stunden, glaube ich, gefahren dann. Das Eklige war nur, dass die Klimaanlage volle Pulle lief die ganze Zeit. Das war so kalt. Wir haben uns ordentlich durchgefroren und wir sind jetzt in einer echt hübschen Unterkunft. Und ja, wir stehen schon im Eingangsbereich mit einem wunderbaren Spiegel. Und dann haben wir ein Bad, was diesmal wirklich mal ein echt hübsches Bad ist, muss ich sagen. Hat man ja in Südostasien seltener. Und dann haben wir hier unseren kleinen, aber feinen Wohnraum. Und einen Balkon. Und da seht ihr dann auch mal den Pool von dem Ganzen. Echt schön gemacht hier, muss ich sagen. Vom nächsten Tag. Hallo. Und es ist schon wieder Abend, aber viel ist heute auch nicht passiert. Nee, wir haben halt es ganz entspannt angehen lassen. Genießen es hier, die Ruhe. Ja, ist echt schön. Ja, zuerst waren wir an einem der größeren Strände, der bei uns in der Nähe ist, sind aber komplett bei Ebbe angekommen. Also es war dann wirklich nicht so spektakulär. Aber war trotzdem schon mal ein erster Eindruck hier von der Insel und es ist einfach kompletter Kontrast zu Panglao. Ja. Alles so entspannt. Waren dann noch in einem kleinen Laden, einen, der sehr weh. Es gibt hier zwar viele, so Tante-Emma-Lädchen, direkt an der Straße haben wir eher so Holzhütten. Und dann waren wir in einem einzigen Supermarkt. Ja, da finden wir, glaube ich, alles, dass wir hier nicht verhungern zumindest oder bankrott gehen. Weil Restaurants, zumindest das bei unserem Hotel, ist schon recht teuer, aber... Aber das eine Café war echt toll, wo wir dann waren. Richtig, das Restaurant bei unserem Hotel ist halt auch ein bisschen teurer, weil es ist tatsächlich schon sehr gehobener Standard-Italiener. Und die haben uns auch erzählt, dass sie wohl fast alle Lebensmittel importieren aus Italien. Da kann man dann eigentlich schon fast verstehen, dass es teurer ist. Und jetzt ja, und selbstgemachte Pasta, die war auch super, super lecker. Also es ist auf jeden Fall sehr gut auch für den Preis. Ja, das stimmt. Ja, aber ist halt nichts für jeden Tag. Zahlt halt schon europäische Preise. Und jetzt sind wir unterwegs zu einem anderen Beach, wo wir uns den Sonnenuntergang angucken wollen. Auf jeden Fall sehr guter erster Eindruck. Und morgen, kann ich jetzt schon mal sagen, haben wir was Aufregendes vor. Das stimmt. Aber das seht ihr ja dann, wenn es soweit ist. Ja, wir sind schon wieder zurück an der Unterkunft. Und es ist noch nicht dunkel, weil der Sonnenuntergang, den haben wir verpasst. Ja. Nicht, weil wir zu lange gebraucht haben zum Strand. Nee, es war eine doofe Situation, als ich vorhin die GoPro aus meiner Hosentasche rausgeholt habe und die Szene mit der Kuh aufgenommen habe. Das war auch wichtig, aber... Ist mir der Schlüssel aus der Hosentasche gefallen. Und ich habe es erst später gemerkt. Wir waren schon fast am Strand. Ja, und ja, ich habe es auch nicht mitbekommen. Man hat aber auch nichts gehört, weil er ist auf dem Rasen fallen gelassen worden. Unpraktisch, ja. Aber... Ja, wir haben ja noch ein paar Tage hier, also wir waren wirklich, glaube ich, 5 Meter, bevor wir den Strand gesehen haben oder so. Ja, so ungefähr und es war hier direkt vor der Unterkunft, wo ich die verloren habe. Also wir sind dann zurückgelaufen, ich wusste ungefähr, wo ich die Kamera aus der Hosentasche geholt habe. Es war echt fast direkt hier vor der Haustür und ja, da lag er dann. Man läuft halt eine Viertelstunde, deswegen sind wir dann auch nicht wieder hingelaufen. Genau, und da lag er dann einfach, als wäre nichts gewesen. Also war es das leider mit Sonnenuntergang, so ist das manchmal auch. Ja, also müssen wir und auch ihr euch noch ein bisschen gedulden, bis wir den Sonnenuntergang hier auf Sikwihoa sehen. Richtig. Und dann geht es gleich mit dem Thema für morgen weiter. Es wird spannend. So Leute, heute wird es actionreich und ein bisschen Action hatten wir eben gerade schon. Wer Australien-Neuseeland-Videos gesehen hat, der wird merken, dass ich meine Autofahrersonnenbrille aufhabe. Ja, und zwar waren wir jetzt zum ersten Mal in Asien. Motorisiert unterwegs, allerdings nicht mit dem Auto, sondern wir haben uns auf einen Roller gewagt. Wir sind noch nie Roller gefahren. Beide nicht. Ja, ich blende euch mal kurz was ein, wie Laura ein kleines Stück, beziehungsweise gerade zurückkam von ihrer ersten Erkundungstour. Wir sind beide einmal erstmal die Straße hoch und runter gefahren. Heute Morgen hat es leider aus Eimern geschüttet, jetzt gerade ist auch wieder ziemlich grau. Also wettertechnisch haben wir uns den besten Tag rausgesucht fürs erste Mal fahren.
Ja, aber jetzt scheint es auf jeden Fall besser zu werden vom Wetter. Und ja, wir haben jetzt schon mit dem Roller einiges erledigt. Also es war schon sehr praktisch. Wir waren bei der Wäscherei, wir waren tanken, weil der Roller war leer. War komplett leer. Ansonsten waren wir schon beim Supermarkt und bei einem Café. Und wir haben Geld abgehoben. Auch das war direkt neben dem Supermarkt. Also von daher. Genau, also war alles hier um die Ecke und hat aber gut geklappt. Und dann wagen wir uns jetzt gleich auf die nächste längere Fahrt, aber länger ist übertrieben, vielleicht Viertelstunde oder so. Und da wird es sogar auch was Cooles geben, wo wir hinfahren. Und zwar wollen wir an einen Strand mit einem tollen Schnorchelspot, also doppelt aufregend. Mal schauen, ob das Ganze klappt, noch mal schauen, ob wir es hinkriegen, währenddessen vielleicht ein bisschen was zu filmen. Mal schauen. Mal schauen. Safety first. Ja, das sieht doch gut aus. Bisschen nah, aber doch so. Geht das. So, wir sind am ersten Stopp angekommen. Es war hardcore abenteuerlich. Ja, vor allem das mit dem Kurvenfahren, wenn man das zum ersten Mal macht, dann gleich mit zwei Leuten, aber es ist alles gut gegangen, zum aber Glück. Aber ist schon sehr gewöhnungsbedürftig, muss man sagen. Und jetzt parken wir an einem Strand, den wir uns mal anschauen wollen und ja. Heißt übrigens Tubut Marine Sanctuary. Kostet wohl auch Eintritt, aber man soll sehr, sehr schön schnorcheln können. Und ja, das schauen wir mal nach. Probieren wir aus. So, wir sind jetzt am Strand angekommen. Unsere kleine Eintrittsgebühr bezahlt hat übrigens 100 Pesos pro Person gekostet. Die muss man aber nur bezahlen, wenn man ja auch schnorcheln will, habe ich gerade gesehen. Weil es sind auch Leute reingekommen, die hatten keine Schnorchelsachen dabei. Die wurden gefragt. Die durften dann auch einfach so reingehen. Und ja, das ist der Strand und das Meer. Und hier schnorcheln auch ganz viele. Hier soll man ganz viel sehen können, indem man einfach ein paar Meter ins Wasser schwimmt. Über uns ist blauer Himmel, da hinten ist noch alles grau. Hier wächst jetzt auch die ganze Zeit Sonne, Wolken und regnet immer wieder ab und zu. Aber wir gehen jetzt ins Wasser, dann sind wir eh nass. Unsere Sachen bleiben hoffentlich irgendwie ein bisschen trocken und dann nehmen wir euch jetzt mit ins Wasser. We'll be right back.
die erste Runde im Wasser. War echt cool. Richtig, richtig gut. Also große Empfehlung, wenn ihr schnorcheln mögt, hierher zu kommen. Ja, lohnt sich auf jeden Fall, muss man schon sagen. Schwimmen kann mir allerdings nicht so gut, weil das Wasser ist wirklich super flach und direkt mal geht die ersten 2 Meter rein und ist schon fast im Korallenriff, wo man natürlich nicht rumtrampeln sollte. Joa. Ja, aber schaut auf jeden Fall, wenn ihr herkommt, dass ihr nicht bei Ebbe kommt, sondern zumindest so mittelmäßig. Weil bei Ebbe, glaube ich, kann man hier gar nicht schnorcheln. Ja, wir haben gerade einen mittelmäßigen Wasserstand. Also wenn hier die höchste Ebbe ist, dann ist das nicht so cool. Ja. Und ja, war echt lustig. Mega viel Fische gesehen, auch ganz viele Nemos. Und das fanden wir auch super lustig, aber auch ein bisschen erschreckend im Moment. Könnt ihr euch ja mal einblenden. Wir haben einen gesehen, der hat seine Anemone sehr mutig verteidigt. Und als ich den Finger drauf gedrückt, hat er mich versucht, in den Finger zu beißen. Zum Glück haben die Fische nicht so scharfe Zähne. Never up, never down, never. Like a theme in a song, clever. Feeling high, feeling low at the same time. Feel so right, then I'm wrong, hoping I'll be fine. But I get up, I always do. I never think, I always do. Never thought I wouldn't jump, oh what a fool. Wieder heil zurückgeschafft. Wir werden voll die Rollerprofis. Auf jeden Fall. Laura ist jetzt auch mal gefahren mit mir hinten drauf als Beifahrer. Aber erst nachdem die 92 Grad Kurven geschafft waren. Ja, ich dann ging es eigentlich nur noch geradeaus. Ich muss persönlich sagen, ich bin lieber Fahrer. Ja, gut. Was sagst du? Mir ist es egal, aber dann können wir uns ja wirklich einigen. Egal? Krass. Ja. Also, ich brauche dann doch eher die Kontrolle darüber. Wobei ich auch sagen muss, das knifflig ist tatsächlich als Beifahrer. Man sieht ja fast nichts. Also, ist echt blöd. Und auch mit den Rollerseitenspiegeln, ich habe da alle möglichen Einstellungen versucht. Man kriegt es irgendwie, also ich habe es nicht hingekriegt, dass ich nach hinten gut sehe vielleicht. Aber die sind auch extrem schmal. Ich habe immer nur meine Schultern gesehen. Also, da bin ich noch nicht so happy mit dem Rollerfahren. Aber ich mache es ja nicht regelmäßig. Ja, aber was ich auch noch sagen wollte, wo ich sehr zufrieden bin, ist jetzt auf jeden Fall mit dem Schnorcheln, was wir gemacht haben. Ja. Also, ja. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber wenn ich schnorchle, dann fühle ich mich einfach immer total glücklich unter Wasser. Und heute waren auch noch so viele verschiedene Fische unterwegs, die man beobachten konnte. Bunte Seesterne, eine Riesenvielfalt und auch, ich glaube, das gesündeste Riff, was ich jemals gesehen habe. Also sogar das Great Barrier Reef kann da nochmal sich eine Scheibe von abschneiden. Everything clearer.
Wir waren jetzt nochmal unterwegs und sind jetzt in einem japanischen Restaurant gelandet. Jetzt gibt es gleich Ramen und ein bisschen vegetarisches Sushi. Und ich hätte so gern hier alles an Sushi gegessen. Aber wir haben hier ein bisschen immer noch Respekt vor dem Thema Lebensmittelvergiftung auf den Philippinen. Ich merke gerade, dass ich richtig Hunger habe. Der Tag war irgendwie so aufregend, dass man da gar nicht gemerkt hat, dass man Hunger hat. Ja, auf jeden Fall, wir haben es geschafft mit dem Rollerfahren. Sind wir jetzt sogar auch hier zum Restaurant gekommen. Ja, irgendwie ist es verrückt, dass der Roller jetzt hier vor dem Restaurant steht, weil wir das einfach noch nie hatten und es ist echt cool gewesen. Aber mal schauen, ob wir es noch ein weiteres Mal machen. Aber für heute reicht es erstmal. Hotel. Wir wollten eigentlich gerade jetzt hier nochmal auf dem Balkon aufnehmen, aber da sind ganz viele Leute überall. Ja, ein bisschen schüchtern. Verabschieden wir euch jetzt im Zimmer von diesem Video. War ein sehr aufregender Tag auf jeden Fall. Ja. Und bisher gefällt uns Siquio richtig, richtig gut. Ist echt schön. Ist auf jeden Fall auch mal wieder ein Ziel, was für einen Jahresurlaub auch geeignet wäre, wie wir finden. Also ja. Super entspannte Insel. Das stimmt. Große Empfehlung, aber wir haben ja jetzt auch noch ein paar Tage hier. Es wird wahrscheinlich auch noch ein weiteres Video geben. Also wenn euch die Insel interessiert, bleibt auf jeden Fall dabei. Lasst ein Abo da. Genau, dann verpasst ihr das Ganze auch nicht. Lasst auch gerne den Like da für den Algorithmus. Da freuen wir uns besonders drüber. Und schreibt uns auf jeden Fall in die Kommentare, wenn ihr schon mal Roller gefahren seid und wo ihr vielleicht auch schon Roller gefahren seid, vielleicht auch in Südostasien irgendwo. Würde uns auf jeden Fall interessieren, wie das so gelaufen ist. Und was mich auch sehr interessieren würde, schreibt mal rein, wenn ihr schon mal gefahren seid, wo, unter welchen Umständen ihr das allererste Mal gefahren seid. Das war ja schon sehr abenteuerlich, sowas noch nie gemacht zu haben. Und wir haben heute Morgen uns tatsächlich auch noch extra auf YouTube ein Tutorial angeguckt, wie funktioniert so ein Roller überhaupt. Ja. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis dann.